Sozioinfantile Verhaltensweisen sind infantile Verhaltensweisen, die beim erwachsenen Wolf bzw. Hund erhalten bleiben, als Bestandteile sozialer Kommunikation. Dazu gehört das Mundwinkellecken oder Stupsen, häufig gemeinsam mit Leckbewegungen ausgeführt. Reaktiv darauf würgen Wölfe wie Hundemütter Futter hervor, das die Welpen gierig fressen, das sie besser verdauen können, da es angedaut ist. Die Welpen werden auch sogenannt abgebissen, angeknurrt, weggestoßen, wenn die Fee bzw. Mutterhündin zu sehr bedrängt wurde bzw. ihr Magen leer ist, wie hier zu sehen. Lara wendet den Kopf ab und entzieht sich der leckenden Bettelbewegung der Nachzucht. Sie beginnt den Bauch des Welpen mit ihrer Zunge zu massieren. Mischa wird stürmisch von seinem Welpen bedrängt. Jeder ist bestrebt, ihn zum Futter hervorwürgen zu veranlassen. Er knurrt. Einige versuchen es noch einmal bei Lara. Aversive Reaktionen wirken nicht bindungsschädigend, denn eine positiv getönte soziale Beziehung ist lange entstanden und diese Bindung hält auch das Kommunizieren eines Nein aus. Lara wehrt allzu anhängliche Welpen laut und deutlich ab. Die Welpen sind kaum beeindruckt. Die Welpen lecken die Mundpartie trotz der Abwehr Laras. Sie bohren ihre Schnauzen tief in die mütterliche Mundhöhle. Drohen hilft nicht, Lara geht. Mit Ecki wird spielerisch Schnauzenzärtlichkeit gepflegt. Manchmal fasst er zu stark, lockert auf geschwisterliches Fiepen sofort den Druck. Die positiv getönte Beziehung, die Bindung kennzeichnet die Interaktionen auch zwischen den ungleich alten Geschwistern. Diese Bindungen sind ein Charakteristikum sozialer Kaniden, sie bestimmen deren Gruppenstruktur. Hundehalter definieren Bindung oft fälschlicherweise als ein der Welpe muss immer bei mir sein und sehen nicht, dass Bindung soziale Exploration erst ermöglicht. Und dieser ganz Kleine mit den noch blauen Augen ist so müde. Die Aktivitätszeiten von Welpen sind ja recht begrenzt. Nun fühlt er sich, zu Recht, beobachtet und hält sich tapfer wach, eine Zeit über jedenfalls, bis er dann sanft entschlummert. Laufen die Sozialisierungsprozesse in der frühen Ontogenese gut bei Wölfen wie Hunden, wird deren Verhalten auch später keine unnötige Grenzen auferlegt und sie können sich dem freien Spiel hingeben, wobei wiederum Beziehungen etabliert oder verändert werden, lustvoll lernend.